Meine Frisur ist etwas anders als früher, sagt er. Christian Brandt trägt die Haare nun rappelkurz. Auch sonst hat sich der frühere Mittelfeldspieler verändert, seit er mit langer Mähne vor 12 Jahren die Bundesliga verließ. Brandt ist jetzt Trainer. Vor 2,5 Wochen hat er den SSV Jahn Regensburg übernommen, den Tabellenletzten der dritten Liga. Im Fußball kann man sich das ja auch nicht immer aussuchen, in welcher Situation man bei welchem Verein ist. Und Regensburg hat jetzt einfach eine schwierige Phase, aber das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und das war für mich schon auch ein wichtiger Grund zu sagen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie was, wo man einfach so durchstarten kann, sondern man muss schon auch hart arbeiten. Er ist als Trainer in Deutschland völlig unbekannt. Brandt absolvierte für Werder Bremen, den VfL Wolfsburg und Hansa Rostock insgesamt 108 Bundesligaspiele, ließ dann seine Karriere in der Schweiz ausklingen. Beim FC Luzern trainierte er in den vergangenen 6 Jahren diverse Jugendmannschaften und betreute 2-mal als Interimscoach die Profis, ehe er sich vergangenen Winter für eine Auszeit entschied, um danach eine deutsche Mannschaft zu übernehmen. Regensburg reizte ihn. Es ist ein junges Team, also sowohl als auf dem Feld als auch außerhalb sind viele junge Leute und die haben einfach alle Bock auf Fußball und das sieht man halt in der Mannschaft auch. Und das ist ein Prozess und ich wäre gerne Teil eines Prozesses und ich hoffe, dass wir da eine Entwicklung machen können, die uns am Ende zu dem Ziel Klassenerhalt führt. Die Aussichten darauf sind ziemlich düster. Nach einer Niederlagenserie ist seine Mannschaft total verunsichert. Brandt will seinen Spielern wieder Sicherheit und Selbstvertrauen vermitteln. Ihm ist klar, dass das nicht von heute auf morgen klappt. Ich bin sicher, dass wir die einzelnen kleinen Schritte, die wir bis jetzt gegangen sind, dass wir die fortsetzen, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Und auch wenn das natürlich für den objektiven Betrachter nicht immer sichtbar ist, sieht man ganz klare Fortschritte. Und man muss immer dranbleiben und im Fußball kann sich so viel ändern. Also mit dieser 3-Punkte-Regel ist man nach einem Sieg schon wieder im Geschäft. Das Vertrauen des Vereins hat Brandt. Kommunikative Stärke und fußballerisches Verständnis ebenso. Theoretisch sogar auf Weltniveau. In regelmäßigen Kolumnen für deutsche und Schweizer Medien analysiert er Spiele des FC Barcelona bis ins letzte Detail.